225.337 Frauen in Österreich haben am heutigen Internationalen Frauentag etwas gemeinsam. Ja, sie sind arbeitslos. Viele von ihnen hat die Corona-Krise den Job gekostet. Die Arbeitslosigkeit steigt auch ein Jahr nach Beginn der Pandemie weiterhin. Und zwar bei den Frauen deutlich stärker als bei den Männern. Die Ampel steht auf Rot. Und wenn wir sie nicht rasch auf Grün umschalten, dann führt der Weg unmittelbar in die Altersarmut. Da können und vor allem da wollen wir sicher nicht zuschauen. Da müssen wir sofort handeln. Da heißt es, Frauenarbeitslosigkeit bekämpfen. Und zwar jetzt. Dafür braucht es aber mehr Geld. Ja, und ein Bündel von Maßnahmen. Ich beginne mit dem Ausbau des Frauenprogramms beim AMS. Mehr Berücksichtigung von Frauen in Arbeitsstiftungen. Öffentliche Beschäftigungsprogramme. Den Ausbau der Kinderbetreuung. Einen kollektivvertraglichen Mindestlohn von 1.700 Euro. Eine Beschäftigung, die Existenz sichert. Weiterbildung und Qualifizierung, auch wenn Frau Kinder hat. Und eine partnerschaftliche Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit. Damit wir Frauen am 8. März auch wirklich etwas zu feiern haben.